erstelle ich eigentlich den Stundenplan für mein Bachelorstudium. Wenn Sie in dieses Video geklickt haben, weil Sie sich über diese merkwürdige Frage gewundert haben, dann sind Sie hier definitiv falsch. Denn natürlich haben Sie recht, ein Stundenplan gehört nicht in ein Studium. Weder in ein Bachelorstudium und schon gar nicht in ein Masterstudium. Ein Stundenplan gehört in die Schule. Aber weil wir eben alle die Schule besucht haben und Stundenpläne hatten, gibt es nicht wenige Erstsemesterinnen und Erstsemester, die tatsächlich für ihr erstes Semester einen Stundenplan basteln. Und naja gut, jetzt grundsätzlich ist gegen einen Stundenplan natürlich nichts zu sagen, weil sie orientieren sich entsprechend innerhalb des kommentierten Vorlesungsverzeichnisses und stellen sich entsprechend ihre Arbeitswoche zusammen. Das Problem ist dann, wenn man den Stundenplan so designt, wie man es aus der Schule gewohnt war, nämlich dass ein Seminar, eine Vorlesung und so weiter nach der anderen kommt. Das möglichst dicht, damit sich der Weg zur Uni, zur Hochschule, zur PH auch lohnt. Das ist die Idee dabei. Das heißt also, nicht wenige Erstsemesterinnen und Erstsemester knallen sich ihren Stundenplan komplett voll. Mit Seminaren, Vorlesungen, Übungen, Kolloquien, was alles angeboten wird. Und das ist tatsächlich nicht sinnvoll, denn ein solches Vorgehen hat relativ wenig mit Studieren zu tun. Anders gesagt, es funktioniert gar nicht. Das kann man auch sich mal ausrechnen. Sie haben sich bestimmt schon mit Credit Points beschäftigt. Und dann wissen Sie, dass ein Credit Point etwa 30 Arbeitsstunden entsprechen soll. Workload, nennt man das. Klammer auf, ist eigentlich eine merkwürdige Geschichte, dass man im Studium immer sozusagen den Input betrachtet und weniger den Output. Ja? Das ist eigentlich etwas, darüber könnte man eigentlich auch nochmal ein Video machen oder nochmal weiter nachdenken. Weil eigentlich geht es ja darum, nicht das, was Sie reinstecken, sondern das gerade im Studium, was Sie rausziehen, was Sie gelernt haben, was Sie Neues kennenlernen konnten. Okay, aber Klammer zu. Schauen wir uns mal diese Credit Points an. Ein Credit Point heißt 30 Stunden Arbeit, die Sie entsprechend investieren in dieses Seminar oder in diese Vorlesung. Typischerweise haben Vorlesungen, Seminare 2 Credit Points. Das bedeutet 60 Arbeitsstunden, 60 Zeitstunden. Wenn Sie das jetzt durch die typische Anzahl der Wochen im Semester teilen, das sind so 13, 14, 15, je nachdem, welches Semester, also gehen wir mal von 14 aus, dann kommen Sie auf etwas weniger als 4,3. Das heißt also, 4,3 Stunden pro Woche, die Sie in das Seminar oder in die Vorlesung investieren sollten. So zumindest der Plan derjenigen, die sich mit diesem Credit Point System beschäftigen. Das heißt also, wenn Sie das Seminar besuchen oder die Vorlesung besuchen, brauchen Sie 1,5 Stunden, bleiben aber noch etwa 2 Stunden übrig. Und genau diese 2 Stunden brauchen Sie in der Regel für gute Vorlesungen, für gute Seminare, nämlich für die Vor- und für die Nachbereitung. Das heißt also, wenn Sie sich entsprechend Ihren Stundenplan komplett von Montag bis Mittwoch oder wie auch immer voll gepackt haben, dann werden Sie feststellen, dass das gar nicht leistbar ist, weil Sie für jede Veranstaltung, für die Sie sich entschieden haben, dann entsprechend noch weitere 2 Stunden Vor- und Nachbereitung haben. Spätestens im zweiten, dritten Semester kommen dann viele derjenigen, die sich ihre Stundenpläne so vollgeknallt haben, kommen dann in Stress und lassen das dann auch. Aber Sie kennen jetzt dieses Video und können es entsprechend schon von Anfang an lassen. Also das Wesentliche ist,
beim Wechsel von der Schule in das Studium keinen Stundenplan machen. Und selbst wenn sie sich einen Wochenplan machen, was bestimmt sinnvoll ist, dann zumindest schauen, dass sie Zeit vor und nach den Veranstaltungen für ihre Vor- und Nachbereitung haben. Vielleicht noch zwei Tipps an dieser Stelle für diejenigen von Ihnen, die ihr Studium beginnen. Den einen hatte ich ja gerade schon gesagt. Studium ist nicht die Fortsetzung der Schulzeit. Und der zweite Tipp ist, das Besondere am Studium ist, dass Sie auch anders als in der Schule, dass Sie enorme Freiheiten haben. Freiheiten, die Sie dann aber tatsächlich auch nutzen sollten. Der Nachteil mag sein, man hat keine erste Stunde oder keine sechste Stunde. Das heißt, Studieren beginnt nicht irgendwann oder hört irgendwann auf, genauso wie Sie Ihr Gehirn nicht abschalten können. Aber wenn Studieren, auch interessant im Übrigen, woher der Begriff Studieren kommt, schauen Sie das mal nach, der kommt aus dem Lateinischen und heißt nämlich sich befleißigen. Und das deutet darauf hin, dass Studieren weniger ein Job ist als eine Lebenseinstellung. Das heißt also eine Lebenseinstellung, die Ihnen Freiheiten gibt, die aber eben nicht vorgibt, wann das Denken beginnt und wann das Denken aufhört, sondern die Ihnen die Möglichkeit gibt, frei zu studieren, frei zu forschen, frei den Gedanken zu folgen, noch was dazu zu lesen, noch diese Veranstaltung zu besuchen, weil sie sie interessiert und nicht, weil sie sie unbedingt brauchen. Das ist Studieren, das kann Studieren sein. Und meine Empfehlung wäre, nutzen Sie diese Möglichkeiten, die ein Studium bietet.